Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Die Gerüchte haben tatsächlich gestimmt. Samsung hat das Galaxy Z Fold Special Edition vorgestellt und dieses Foldable ist meiner Meinung nach genau das, was das Fold 6 schon hätte sein sollen. Es ist dünner, hat größere Displays mit einem besseren Seitenverhältnis und ein besseres Kamerasetup. Mit dem Gerät zeigt Samsung endlich, dass sie auch bei den Foldables nach wie vor ganz vorne mitspielen können. Wir haben in den letzten Stunden echt viele von euch bezüglich dieses Smartphones, bezüglich dieses Foldables geschrieben. Was ich davon halte, ob ich dazu nicht ein Video machen könnte, mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich werde euch jetzt in diesem Video hier erzählen, was die Special Edition so auszeichnet, was es anders, was es besser macht als das normale Fold 6 und natürlich auch, wieso meine ersten Eindrücke ausfallen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Eine ganz wichtige Info direkt zu Beginn dieses Videos. Samsung hat die Special Edition in Südkorea und erstmal auch nur für Südkorea vorgestellt. Also nur für den Heimatmarkt. Das Gerät soll dann wohl irgendwann auch noch in China auf den Markt kommen. Aber ein Release in Europa ist Stand jetzt nicht geplant. Kann natürlich gut sein, dass sich das noch ändert. Abonniert gerne meinen Kanal, weil ich kann euch versprechen, wenn das Gerät doch noch bei uns auf den Markt kommt, dann werde ich es auf jeden Fall so schnell wie möglich testen. Aber ich persönlich gehe da jetzt Stand jetzt nicht davon aus, weil sich das auch so ein bisschen mit dem deckt, was ich immer vermutet habe. Was man so in der Branche auch unter der Hand immer mal wieder hört. Samsung kann durchaus noch viel beeindruckendere Foldables bauen als das, was sie hier in großen Millionen Stückzahlen releasen, also zum Beispiel das Fold 6. Aber das Problem ist halt eben, dass sie diese beeindruckend dünnen, leichteren Geräte und so weiter eben nicht in diesen Stückzahlen, in dieser Qualität produzieren können, wie das jetzt beispielsweise beim Fold 6 der Fall ist. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, ey, aber Honor schafft das doch auch, OnePlus schafft das doch auch, also die Geräte gibt es auch bei uns zu kaufen. Ja, das stimmt. Aber vergleich da mal die wirklich verkauften Stückzahlen. Also da ist der Unterschied nach wie vor riesig. Da spielt Samsung in einer ganz anderen eigenen Liga. Und das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Grund, den man immer im Hinterkopf behalten sollte. Okay, was hat sich jetzt aber bei der Special Edition tatsächlich getan? Der größte Unterschied betrifft das Design. Im aufgeklappten Zustand ist das Gerät nur mehr 4,9 mm dünn. Im zugeklappten Zustand sind es nur 10,6 mm. Außerdem ist es mit 236 Gramm auch nochmal 3 Gramm leichter als das Fold 6. Das ist im aufgeklappten Zustand übrigens 5,6 mm dünn und im zugeklappten Zustand 12,1 mm. Lasst euch gesagt sein, das sind Welten. Ich weiß, das sind jetzt nur irgendwelche Zahlen, aber wir haben das damals gesehen. Das Honor Magic V2 letztes Jahr hat die komplette Konkurrenz deklassiert. Das Magic V3 hat da nochmal einen draufgesetzt. Ich habe da immer gesagt, diese Smartphones oder diese Foldables fühlen sich jetzt wirklich an wie ein normales Smartphone. Das war bei Samsungs Foldables bisher nicht der Fall und ich prophezei, dass es bei der Special Edition eben schon so sein wird. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass Honor diese Werte von Samsung mit 4,4 mm bzw. 9,3 mm und einem Gewicht von 230 Gramm nochmal unterbietet. Das Magic V3 hat mit 5150 mAh auch den deutlich größeren Akku. Also das ist das einzige oder der einzige Punkt, wo sich bei der Special Edition nicht so wirklich was getan hat. Das soll wohl nach wie vor einen 4400 mAh starken Akku haben. Also da bleibt Samsung sehr zurückhaltend und das ist meiner Meinung nach auch der einzige wirkliche Kritikpunkt am Specsheet. Trotzdem prophezeie ich, dass die beiden sich in der Hand, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich anfühlen werden. Man sieht das jetzt, der Unterschied zwischen Honor Magic V2 und V3, das merkt man im direkten Vergleich, aber das ist bei weitem nicht so wie zum Beispiel der Vergleich zwischen Fold 6 und Magic V2 oder Magic V3. Und ich glaube, ganz ähnlich wird das jetzt auch mit dieser Special Edition von Samsung sein. Damit kann man jetzt so, was das Feeling in der Hand angeht, was die Abmessungen angeht, endlich mit der Konkurrenz wieder mithalten. Und das ist auf jeden Fall klasse. Aber das ist noch nicht alles, denn Samsung hat bei der Special Edition endlich auch was am Seitenverhältnis geändert. Das Innendisplay hat nun eine Diagonale von 8 Zoll. Es ist also merkbar größer als beim Fold 6. Es soll mit bis zu 2600 Candela sehr, sehr hell werden. Und es hat ein Seitenverhältnis von 20 zu 18. Außen verbaut man dann ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display im 21 zu 9 Seitenverhältnis. Ja, das ist natürlich noch immer nicht das, was wir jetzt zum Beispiel beim Google Pixel 9 Pro Fold gesehen haben. Meiner Meinung nach hat das aktuell so das beste Seitenverhältnis für dieses Außendisplay. Aber 21 zu 9 sind trotzdem deutlich alltagstauglicher als das, was wir halt jetzt von diversen anderen Samsung Fold-Geräten in den letzten Jahren so gesehen haben. Und rein qualitativ erwarte ich da tatsächlich die besten Foldable-Displays aktuell auf dem Markt. Und was auch noch ganz wichtig ist, diese typische Knickfalte, die die Foldables ja auszeichnet, soll jetzt bei der Special Edition auch deutlich weniger
weniger ausgeprägt sein. Also nochmal, das wird halt, glaube ich, alles dazu führen, dass sich dieses Special Edition deutlich mehr wie ein normales Smartphone anfühlt, als jetzt zum Beispiel eben das normale Fold 6. Das war aber noch nicht alles. Die letzte große Neuerung betrifft dann tatsächlich das Kamera-Setup. Die dreifache Telesum-Linse und die beiden Frontkameras scheint man vom Fold 6 übernommen zu haben. Die Weitwinkelkamera hat nun aber endlich einen Autofokus und die Hauptkamera löst nun mit 200 Megapixeln auf. Da liegt die Vermutung natürlich schon nahe, dass da vielleicht der Sensor vom S24 Ultra zum Einsatz kommt oder zumindest der vom S22 Ultra. Ja, also da müssen wir uns mal überraschen lassen. Da gibt es meines Wissens noch keine Bestätigung, aber da erwarte ich rein qualitativ schon auch ein deutlich sichtbares Upgrade. Generell könnte das auf jeden Fall das beste Kamera-Setup von diesen ganzen Foldable-Smartphones sein. Da gibt es ja bei allen eigentlich noch relativ viel Luft nach oben. Mal schauen, was Samsung da gemacht hat, aber das sieht wirklich sehr vielversprechend aus. Und auch die restliche Hardware liest sich wirklich gut. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 512 GB Speicher, 16 GB RAM, Wi-Fi 7, 7 Jahre Updates. Klar, das meiste davon hat auch schon das normale Fold 6 geboten, aber das waren ja auch keine Kritikpunkte am normalen Fold 6. Und by the way, auch beim Thema Fast Charging hat sich nichts getan. Da bleibt es bei 25 Watt, was nicht wirklich Fast Charging ist, aber okay, das ist ja bei diesen Foldables immer so eine Sache. Und dieses Gerücht, dass man hier wirklich den S Pen verstauen könnte im Gehäuse, das hat nicht gestimmt. Das beißt sich auch so ein bisschen damit, dass das Gerät dünner und leichter geworden ist, aber das war zumindest mir schon von Anfang an klar, wollte ich aber auf jeden Fall auch nochmal angesprochen haben. Ja, das Z Fold Special Edition kommt jetzt sehr schnell auf den Markt. Es soll schon ab 25. Oktober in Südkorea verfügbar sein. Die UVP liegt dabei umgerechnet etwa 1900 Euro. Zum Vergleich, das sind in Südkorea etwa 270 Euro umgerechnet, weniger als das, mehr natürlich, also 270 Euro mehr als das normale Fold 6. Ja, natürlich brutal viel, brauchen wir gar nicht diskutieren, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte da noch mit etwas mehr gerechnet. Also wenn man das jetzt mal nach Deutschland transportiert, schätze ich, würden wir da dann vielleicht irgendwo bei einer UVP von so 2200 Euro landen für 512 GB Speicher, also hoffe ich dann mal. Und das ist ja dann auch nicht so weit entfernt von dem, was zum Beispiel Honor verlangt hat und auch noch verlangt, also was die UVP-Preise angeht. Also das finde ich dann schon noch in Ordnung für so ein Foldable. Müssen wir gar nicht diskutieren, brutal viel Geld, aber die sind halt alle einfach massiv überteuert. Und ich hätte da tatsächlich schon damit gerechnet, dass Samsung nochmal etwas mehr verlangt. Aber wie gesagt, da werden wir gar nicht diskutieren brauchen, wie die Preise dann bei uns aussehen, weil das Gerät ziemlich sicher wohl leider nicht zu uns kommen wird. Perfekte Überleitung zum Schluss. Ich glaube, ihr habt es schon rausgehört. Ich bin dem Gerät gegenüber wieder deutlich positiver eingestellt als all seinen, ja, kann man das Vorgänger nennen, aber halt einfach allen Fold 6s, Fold 5s, Fold 4s und so weiter. Ich habe jetzt wirklich jahrelang kein gutes Haar an dieser Fold-Reihe von Samsung gelassen, weil ich einfach der Meinung bin, dass die sich jetzt wirklich jahrelang auf ihrer Marktführerschaft ausgeruht haben. Die haben kaum mehr was gemacht, während die Konkurrenz hier Honor, OnePlus, Vivo und so weiter, die haben in dem Bereich wirkliche Innovationen gebracht. Aber jetzt mit dieser Special Edition zeigt Samsung, dass sie auf jeden Fall nach wie vor vorne mitspielen können. Wir müssen mal abwarten, man müsste das Gerät natürlich erstmal testen und ich sage trotzdem, auch wenn Samsung nach wie vor der Marktführer ist und jetzt zeigt, was sie noch können, aber Technologieführer sind sie in dem Bereich meiner Meinung nach nicht mehr. Also da hat ihnen Honor zum Beispiel den Rang abgelaufen, auch Vivo und so weiter. Aber mal schauen. Also ich denke, dieses Gerät wird, wie gesagt, nicht bei uns auf den Markt kommen. Aber spätestens dann beim Fold 7 werden wir diese Änderungen auch in Deutschland zu sehen bekommen, auch in der EU zu sehen bekommen. Und ich denke, da werden wir dann tatsächlich noch deutlich mehr sehen vielleicht. Also ich glaube, die Message ist jetzt bei Samsung endlich angekommen. Und da dürfen wir uns auf jeden Fall drauf freuen, weil dann kommt da wieder etwas Bewegung rein, auch vom Marktführer. Das kann für den ganzen Markt nur gut sein. Ja, lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr zu dem Gerät sagt. Wäre das interessant für euch, findet ihr es schade, dass das nicht bei uns in Deutschland auf den Markt kommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.